Buonasera! Wir testen jetzt gleich. Oh Mann, die sieht ja geil aus. Und so? Ja. Hallo ihr Lieben, wir haben heute jemand ganz Tollen in unserer Hütte, und zwar den Michael von Bänkel. Und Michael hat ein ganz tolles Buch geschrieben und ist gerade bei uns an der Hütte vorbeigekommen, das Vollbart. Michael, wie stolz bist du auf dein neues Buch? Ja, natürlich über alle Maßen stolz. Also es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn der Karton mit den Büchern kommt und man in dem, was man lange geschrieben hat, dann wühlen kann und es auch einen Mann bringen kann. Und diesmal ist ganz besonders, weil das Cover, das gerade hier freundlicherweise gefilmt wird, das hat mir der Johannes Hauser gestaltet, das ist der Turm Triva. Das ist aus seiner Reihe nach oben, der legt Kameras mitten in den Raum, filmt es nach oben, ganz ungewöhnliche Atmosphäre, ganz ungewöhnliche Perspektive, die man normalerweise nicht hat und ja, wie gesagt, die das Vollbart umrahmt. Also der Turm Triva hat was mit deinem Buch von der Story zu tun oder wie kommt ihr auf dieses Motiv? Ich wollte was Badewannenähnliches und ich dachte, naja, es findet natürlich eine Bluttat statt und die Bluttat in einer Badewanne, und mein Plan A war Gerippe in der Badewanne, das ist abgedroschen, und dann dachte ich, was ist Badewannenähnlich? Der Turm Triva hat so eine kleine ovale Form, das sieht so ein bisschen Badewannenähnlich aus, aber wenn man in der Badewanne liegt, könnte man diesen Himmel ungefähr so wahrnehmen. Und dann habe ich extra eine Szene geschrieben, die allerdings der Zensur leider zum Opfer gefallen ist. Warum? Die mit, da musst du meine Verleger fragen, die ich sehr liebe, aber die haben es rausgeschnitten trotzdem. Aber es ist ein Buch, das mit einer Zugabe versehen ist. Das heißt, diese Szene, die dieses Turm Triva beschreibt oder beinhaltet, die hat tatsächlich als entfallene Szene, als Zugabe den Weg auch ins Buch gefunden. Also mehr Buch sozusagen. Ja, mehr Buch geht praktisch nicht. Wenn man dann satt hat, dann hat man schon. Genau. Ja, Michael, also viele kennen dich natürlich, du bist ja schon ein sehr bekannter Ingolstädter, aber vielleicht erzählst du mal denen, die dich noch nicht so gut kennen, um was geht's in deinem Buch? Also was kann man sich darunter vorstellen, unter deiner tollen Story? Die Geschichte ist tatsächlich sehr ausufernd, die jetzt ganz zu schildern, wäre natürlich beim Krimi auch tödlich, wenn man das ins Ende schildert. Vor allem die Spannung. Also ich kann's, angerissen wird, dass zwei Leute, die eher so aus prekären Verhältnissen kommen, zwei geborene Loser, gelernte Sozialhilfeempfänger, die stolpern mehr oder weniger so als Anfänger sehr dilettantisch in eine Bluttat, die in einer Badewanne stattfindet, deshalb das Vollbad. Und ja, das wird zunächst nicht entdeckt, zumindest nicht als Bluttat. Ist übrigens die Kerngeschichte, so grausam sie klingt, ist tatsächlich passiert hier im Bezirk und auch gar nicht so lange her. Tatsächlich. Und wieder eine sehr extreme Tat. Meine Bücher sind ja, Sachen, die nicht extrem sind, warum sollte man die auch schreiben? Zumindest ich. Und das löst dann eine lange Kausalkette über einen, ja, es kommen Persönlichkeiten vor, die man vielleicht kennt. Ein relativ bekannter Journalist, ein leitender Oberstaatsanwalt, der möglicherweise sich wiedererkennen könnte, wenn er dieses Buch denn lesen würde. Polizeibeamter, der auch sehr prägnant ist, über diese Kausalkette führt es dann in einem langen Bogen wieder auf die beiden Loser zurück. Ja. Also ihr hört eine Geschichte, die tatsächlich in Ingolstadt passiert ist, die der Michael aufgeschrieben hat. Ein bisschen Fantasie war schon dabei, oder? Ja, also nur die Kerngeschichte ist wahr, alles andere entspringt meiner Fantasie und die Figuren haben natürlich mit dem Leben gar nichts zu tun. Also wer sich wiedererkennt, reiner Zufall natürlich. Ne? Michael, hast du denn irgendwie eine Lieblingsseite oder kannst du uns eine kleine Kostprobe geben? Mache ich gerne. Ein kurzer Dialog zwischen einem Hausmeister und einem sehr eifrigen Mann der Stadtwerke. Hören Sie, da rauscht Wasser, sagt er zu dem Hausmeister, der als Nachzügler langsamen Schrittes und ebenfalls die Stufen heraufkommt. Na, damit jemand ein Bad nehmen, ist doch nicht verboten. Ja, aber ist er auch da? Fragt Herr Janok und klingelt beherzt an der Wohnungstüre. Nichts. Der wird nichts hören wegen dem Wasserrauschen, mutmaßt der Hausmeister. Oder er hört nichts, weil er gar nicht da ist. Obwohl, stimmt. Der wird noch arbeiten, der Wiese. Der ist nie vor sechs da. Ich kenne ja schließlich meine Mieter. Aha. Und warum läuft dann das Wasser? Dieser Logik kann sich der Hausmeister nicht verschließen und nickt kurz. Aber wollen wir nicht etwa warten, bis er nach Hause kommt? Das kann dauern, denn wenn er noch einen heben, fragt er. Ach was, unterbricht ihn der Beamte ungeduldig. Wenn er nicht da ist, sollte auch das Wasser nicht laufen. Machen Sie schon auf.
Wie? Aufmachen? Na, öffnen Sie die verdammte Tür. Der ist nicht da, aber das Wasser läuft. Aber ich kann doch nicht einfach die Tür öffnen. Sie haben doch einen Schlüssel. Ja, schon, aber... Also, aufmachen. Aber der Schlüssel ist doch nur für Notfälle. Hallo? Das ist hier ein Notfall, oder? Wollen Sie, dass hier alles überschwemmt wird? Ja, aber auf Ihre Verantwortung. Wie auch immer, aber machen Sie gefälligst die Tür auf. Ja, ich mache schon. Alter Mann ist doch kein... Das soll es mal gewesen sein. Mensch, Michael, du bist ein richtiger Schauspieler. Also das ist ja, da wird das Buch richtig lebendig. Ich weiß, ich war selber nicht da, aber du machst Lesungen zu deinem Buch, richtig? Ich lese es auch immer mal wieder. Ich habe im Diagonal gelesen. Wir machen eine Weihnachtslesung. Kann ich ja gleich ein bisschen klammern. Darf ich die Klammer? Genau, unbedingt. Genau. Wollen wir mal schauen, meinen Kalender zücken. Weihnachtslesung im Café Maximilian am 14. Dezember. Im Café Maximilian mit zwei... Mit sehr freundlichen Leuten aus dem Autorenkreis zusammen. Sehr weihnachtlich. 14. Dezember um wie viel Uhr? 18 Uhr ungefähr. 14. Dezember, 18 Uhr, Café Maximilian, Michael Benkel und sein tolles neues Buch, das Vollbart. Michael, Kosten? 9 Euro, wenn Sie so nett wären. Leute, nehmt ein Vollbart im Café Maximilian. Wir sehen uns. Danke, Michael. Danke, dass ich hier sein durfte. Okay.